Hilfe! Was? Der Papa weiß schon, was ich hier meine. Oh, weh! Ja, Freunde, das sind die ersten Eindrücke von Slowenien. 101 E652 Richtung Ljubljana für 15 Kilometer. Einreise ist ziemlich einfach, aber auf den Rückweg muss man sich anstellen, interessanterweise. So, ihr Lieben, wir sind soeben in Kroatien eingereist. Und wir schauen uns mal hier ein Stückchen an. Eine schöne Brücke. Ich habe schon ein bisschen mehr gesehen, sogar einen Tanker drauf. Ja, seitlich, aber das seht ihr nicht, das ist auch schon wieder ein bisschen mehr. Ja, liebe Freunde, unsere erste Station hier in Kroatien ist der Campingplatz Dubice. Wir möchten uns hier gerne einen Dino-Park, das gesagt hinter diesem Campingplatz, das ist der letzte Zipfel unten. Da ist ein Nationalpark und dort würden wir uns ganz gerne einen Dino-Park, und es sollen auch Orchideen wachsen, wilde Orchideen, das wollen wir uns ganz gerne anschauen. Und in diesem ersten Video würde ich euch ganz gerne den Campingplatz ein bisschen zeigen, damit ihr wisst, wo wir uns hier befinden. Hier ganz vorne gibt es zum Beispiel einen Kiosk, da könnt ihr Brötchen und Obst kaufen. Ist besser als im Minimarkt auf alle Fälle, der macht um 7 schon auf. Dann gibt es gleich am Anfang, ich muss kurz drehen. Drehen die wieder die Tasche immer. Gleich zu Beginn gibt es sozusagen schon ein kleines Einkaufsgeschäft, wo man alles Mögliche an Geld loswerden kann. Man bezahlt vorrangig hier ganz gerne in Kuna oder man bezahlt in Euro und bekommt Kuna zurück. Ob das Verhältnis gut ist, kann ich leider nicht sagen. Ja, los, geht die Runde. Jetzt steht natürlich gerade jemand davor, aber ich denke mal, von hinten geht das. Gleich zu Anfang am Häuschen gibt es Toiletten und einen Geldautomaten. So, ihr Lieben, das ist die Karte hier von diesem Campingplatz und wir stehen, ich muss hier irgendwo, hier stehen wir und hier hinten geht es jetzt irgendwo zu dem, Moment mal, hier runter, hier ist ein Parkplatz und hier geht es irgendwie raus und hier hinten, unten dran, was man jetzt nicht mehr sieht, hier unten, hier geht dieser Nationalpark los. Ja, dann gibt es natürlich hier verteilt Toiletten, WC für Hunde. Hier gibt es die Station für die Wohnmobile zum Entleeren und Wasser nachfüllen, zeige ich euch noch. Hier soll es Waschmaschinen geben, die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gefunden. Da müssen wir noch mal hingehen. So, ihr Lieben, hier gibt es ein Häuschen. Da gibt es hier Kühlboxen. Man hier seine Sachen kühlen, so große Boxen, und dann kann man hier einen Platz sich aussuchen in dem Kühlschrank, ups, und den abschließen und seine Sachen hier kühlen. Dann gibt es hier einen Waschraum, bisschen Waschpersonen, vier verschiedene Boxen, hier gibt es ein Waschbecken, der Tim kann sich dort mal seinen Mund abwaschen. Ist zu. Können wir gerade nicht zeigen, müssen wir dann später machen. Dann gibt es hier einen Autowaschplatz. Ja, ist halt nur einer, man darf auch mit dem Camper drauf fahren. Auf alle Fälle, wer halt Waschbedarf hat, kann auch dies hier tun. Ja, hier sind die Waschhäuser und Toiletten. Es ist noch früh am Morgen, jetzt kann ich euch das mal ganz kurz zeigen, wie das ausschaut. Ein Behinderten-WC, hier gibt es Waschstationen für Handwäsche. Hier sind die Toiletten, oder wird schon geputzt. Hier gibt es, das sind die Teller-Waschstationen. Es gibt mehrere solche Waschhäuser, sehen alle relativ ähnlich aus. Da nehmen wir jetzt einfach mal bloß das eine, hier sind dann die Männer, die haben eine Dusche weniger. Hier sind Hundewaschstationen.
Und so schaut es zumindest bei den Männern aus. Gut, hier handelt es sich um eine Steinküste. Hier vorne ist also für Kinder was zum Spielen. Es gibt ein paar Stellen, wo man ganz gut reingehen kann. Hier zum Beispiel vorne an dem Schilf, da kann man ganz gut reingehen. Wenn man wirklich baut, zum Baden ist das nicht wirklich, es ist kein Sandstrand hier. Da vorne stehen die ganzen Wummos hier, wie auf dem Präsentierteller, mitten in der Glut. Also da möchten wir nicht stehen. Wir stehen hier schön irgendwo im Wald. Und es ist, man muss schon ein bisschen Unterlegkeile mitbringen. Hier gibt es wirklich, es ist alles sehr uneben, will ich mal sagen. Wir haben es halt auch gerade so hinbekommen. Hier gibt es ein Restaurant am Strand. Und hier vorne sieht man das schon da, bei dem Wurm sieht man schon, dass der... Also hier gibt es die verrücktesten Konstruktionen auf alle Fälle zum Stehen. Da staune ich immer wieder hier. Es gibt hier einen Grillplatz. Wo ich gerade das mit dem Schilf, mit diesen, genau dahinter kann man halt, das kann ich ganz kurz zeigen. Da kann man ein bisschen ins Wasser gehen, ohne dass man von den Steinen hüpfen müsste. So schaut es dann hier aus, wo man dann so doch ein bisschen etwas flacher reingehen kann. Ansonsten kann man sich das vorstellen, hier an den Steinen, das wird nichts. Ich nehme mal an, man kann hier auch Boote leihen, da gibt es so für Kinder zumindest, wen das interessiert. So, ihr habt da mal eine Liegewiese. Hier ist nochmal dieser Playground. Ihr könnt hier Quads mieten. Hier kann man doch Fahrräder mieten. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier ist. Irgendwo gab es das. Wir haben es schon gesehen von anderen, die mit Fahrrädern rumgefahren sind, mit Mietfahrrädern. Wahrscheinlich hier hinten. Dann kann man hier auch Kajaks, oder? Kajak. Eine Surfschule gibt es hier. Es gibt einen Tennisplatz, einen Badmintonplatz und hier Volleyball. Dahinter befindet sich ein etwas kleiner Spielplatz für die Kleinen. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier noch den Wasserablass und Chemie-WC und Wassertanken-Platz. Ja, da ist nicht viel zu sagen, hier stinkt's. Ja, und hier, das hier ist unser Bereich, den wir hier für die Zeit haben und belegen können nach unserer Lust und Laune. Da unten ist auch schon gleich das Wasser, auch da ist schon das Wasser. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.